Herzlich willkommen. Heute zeige ich euch Schere, Stein, Papier als Fingerübung. Ihr kennt ja alle das Spiel. Das ist ja die Schere, das ist der Stein und das ist ja das Papier. Normalerweise spielen wir das ja als Kinderspiel, als kleinen Wettkampf. Aber ich zeige euch eine andere Variante, die ich sehr angenehm finde, die man auch als Schere, Stein, Papier Übung nehmen kann. Wir fangen also an. Also recht, nehmen wir die Hand, die rechte Hand. So sieht der Stein aus. So sieht die Schere aus. Und so sieht das Papier aus. Also noch einmal, wir machen die Schere, den Stein und das Papier. Ich gebe jetzt Kommandos und ihr macht die Übung zuerst und ich mache die kurze Zeit später, mache ich die nach. Also mit der rechten Hand Schere. Mit der linken, mit der rechten Hand Stein. Mit der rechten Hand Schere. Mit der rechten Hand Papier. Mit der rechten Hand Stein. Mit der rechten Hand Schere. Mit der rechten Hand Stein. So, jetzt wechseln wir die Hand und nehmen die andere Hand. In meinem Fall die linke, in eurem Fall vielleicht auch die rechte. Der Stein sieht mit der rechten Hand, mit der linken Hand so aus, das Blatt Papier sieht so aus, also die Hand ausgestreckt und die Schere sieht natürlich so aus. Also ihr macht jetzt auch Stein, Blatt Papier, Schere. Nochmal Stein, Blatt Papier, Schere. Ich sage jetzt wieder Kommandos, ihr macht den Macht das nach, kurze Zeit später zeige ich auch mit meiner Hand, wie es richtig gewesen wäre. Also Stein, Schere, Papier, 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 Stein, Schere, Papier. Stein, Stein, Papier, Schere. So, jetzt haben wir mit beiden Händen einzeln geübt. Jetzt machen wir die Kommandos mit beiden Händen zur selben Zeit. Also wir üben erstmal mit beiden Händen Stein, Papier, Schere. Stein, Papier, Schere. Nochmal Stein, Papier, Schere. Jetzt kommen meine Kommandos wieder. Stein. Mit beiden Händen Stein, Stein. Mit beiden Händen Schere. Mit beiden Händen Stein. Mit beiden Händen Schere. Mit beiden Händen Papier. Mit beiden Händen Stein. Mit beiden Händen Papier. Mit beiden Händen Schere. So, jetzt machen wir die Übung noch ein bisschen stärker. Und zwar wird es jetzt ein bisschen schwieriger, weil jetzt jede Hand eine andere Aufgabe hat. Die rechte Hand hat zum Beispiel den Stein und die linke Hand hat das Blatt Papier. Ja? Also rechte Hand Stein, linke Hand das Blatt Papier. Wir machen zusammen. Rechte Hand Schere, linke Hand Blatt Papier. Rechte Hand Blatt Papier, linke Hand Stein. Rechte Hand Schere. Linke Hand, Stein. Rechte Hand, Stein. Linke Hand, Blatt Papier. Rechte Hand, Blatt Papier. Linke Hand, Schere.
rechte Hand Stein, linke Hand Stein. Ich hoffe, dass euch die Übung viel Spaß gemacht hat. Ihr könnt die jederzeit weiter nach eurer eigenen Fantasie weiterspielen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und wenn euch das Spaß gemacht hat, dann liked bitte den Film, gebt unten drunter einen Kommentar, vielleicht fallen euch noch weitere Übungen ein. Schreibt die darunter so, dass jeder etwas von diesen Übungen hat und abonniert meinen Kanal bitte. Tschüss!